So. Hi. Und willkommen zu einem weiteren Demo-Dienstag, diesmal mit Anima Flux. Einem 2D Metroidvania, bei dem man anscheinend die Fähigkeiten von zwei verschiedenen Hauptcharakteren gut einsetzen muss. Und da wollen wir doch einfach mal in die Demo reinschauen. Wir haben für die Demo jetzt nur englischen Text. Und ich darf auch nur Maus und Tastatur benutzen, also ja, schauen wir mal, wie das wird. Das Spiel kommt, by the way, am 6.10. raus, also einen Tag bevor der Party online geht. Das ist, ja, hat sich halt nicht anders so ergeben. Wir haben diesen Monat da so ein paar Demos, in die wir reinschauen wollten, und dann lief das eben so ab. Ich hoffe, das ist für euch kein Thema. Also die Demos für diesen Monat sind tatsächlich schon ausgeplant. Es sei denn, ihr habt natürlich Vorschläge, die ihr noch sehen wollt. Aber bevor mir das Spiel hier komplett die Ohren wegfetzt, weil es verdammt laut. So, die Reste der Menschheit sind auf die Weltraumarche geflohen, nachdem die Erde von Virus und Mutanten heimgesucht sind. Dieses Schiff war ein kleiner Planetoid mit seiner eigenen Atmosphäre, Flora und Fauna, und er sollte generationenlange Reise zu den entferntesten bewohnbaren Planeten steuern. Doch wegen einer technischen Katastrophe und der Invasion der Mutanten ist die Situation auf Onboard etwas schlechter geworden. Okay, seit 400 Jahren sind die Menschen auf der Arche, ohne sie kontrollieren zu können. Und es wurde das neue Zuhause. Oh. Und jetzt wollen Mutanten die Menschenstädte angreifen. Und wir sollen die Menschenstädte verteidigen. Okay. Oder können wir das hier, Settings? Können wir die Sprache ändern? Language. Español, Portugiese. Nein, okay. Englisch wird es dann wohl sein. Ich glaube, das ist sinnvoller als Portugiesisch oder Ähnliches. Aber hey, wir schauen jetzt einfach mal nach, was dieses Game so ist, was es zu bieten hat. Ich meine, das Grundprinzip von... Ah, hier sehen wir auch schon unsere beiden Protagonisten. Eileen und ein anderer Typ. Wie kann Anri es aushalten, hier so lange zu leben? Das ist ein ganz schön komischer Ort, um seine Familie aufzuziehen. Diese Passagen verwirren meinen Kopf. Ich denke mal, ich habe meine Zeit Kindheit in diesen Gängen verbracht. Du gewöhnst dich dran. Also, schauen wir mal bei Aunt Lily vorbei und treffen uns auf den Trink. Bist du verrückt? Wir sind auf eine Mission. Unsere Mission ist klar. Und wir müssen sie ausführen. Ja, oder wir sterben halt dabei, es zu versuchen. Spar mir die aufbauenden Worte, wirklich. Es war unnötig. Sag mal, ist es immer so ruhig hier? Ist es. Beruhig dich. Du wirst hier deinen Bogen nicht brauchen. Wir... Was zur... Alarm? Halt es aus, oder die Biester werden uns, Okay, ja. Aha. Ah, verstehe. Ich bin nicht gewohnt, sowas mit Maus und Tastatur zu spielen. Dash über ist auf Shift. Okay. Ich habe nichts getan, aber hier Metroidvania mit zwei... Mit zwei Charakteren, interessanterweise. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles so hier äußern wird. Okay, Wage Mode. Was ist dieser Wage-Mode? Und er verbraucht anscheinend die Ressourcen hier, so wie es ausschaut. Diese Ressourcen unter dem Charakterbalken, so. Ja, doch.
Oh, hier ist noch ein Alarm. Das erklärt, warum das hier nicht, noch nicht alles aus ist. Warum hier immer noch Gegner kommen. Du hast dein Health-Kit. Drücke H, um es zu benutzen. Hä, wir haben den Alarm doch ausgeschalten, oder? Haben wir nicht? Wollte gerade sagen, wir haben hier doch alles hinbekommen. Okay, wir haben es geschafft. Schade, hab gerade erst angefangen. Ah, verstehe. Ich muss halt sagen, ich bin Power Strike. Hm. Wie kann ich eigentlich meine Charaktere wechseln? Tab? Ah ja, Tab. Okay, ich finde sie, ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen intuitiver zu spielen, wenn ihr mich fragt. Aber naja, wir schauen mal. Will das Spiel, dass wir hier lang gehen? Hier haben wir auf jeden Fall ein F. Hier haben wir ein F, um hochzuklettern. Aber dann kann ich auch mehr mit der Maus machen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr kühn. Dann halt hier rüber. Aber hier kommen wir anscheinend noch nicht so wirklich rüber. Die Steuerung ist für mich halt ein bisschen ungewohnt. Gerade, dass man bei den Plattformen anscheinend nur von der Seite hochkommt. Das finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Nehme ich, I guess. Ja, ich glaube, ihr Spielstil ist eher meins, wenn ich ehrlich bin. Aber an sich, ja, das mit den Charakteren hin und her wechseln, das kann bestimmt ganz nett sein. Aber ich sehe jetzt noch nicht, was dieses Spiel dann so wirklich jetzt so besonders für mich machen soll, wenn ich mal so sage. Wenn ich mal so sagen darf. Und wie gesagt, Maus und Tastatur, auf jeden Fall hat es mit seinen, mit seiner Rage-Mechanik natürlich auch seine interessanten Aspekte, um es mal so zu sagen. Und ich muss hier vermutlich öfters ausweichen, als mir vermutlich lieb wäre. Aber das ist okay. Also ich sollte mein Shift öfter nutzen. Okay, wenn ich den Bogen gezückt habe, kann ich nicht springen. Das ist eine Sache, die muss ich mir merken. Chloe to the new human. Ja, irgendwie scheint das nicht so geklappt zu haben. Hier sind hier überall laufen die Mutanten rum. Just saying. Ah, das hier ist dann sozusagen so eine Art Weefill. Für den Rage-Meter. Oh. Alles okay da unten, mein Lieber? Oh Gott. Kein Problem. Bin nicht mal, hab nicht mal geschwitzt. Okay. Wie seid ihr hier runtergekommen? Dieser Ort ist voll mit Mutanten. Ich hab gesehen, wie sie Leute auseinandergerissen haben. Ich hatte kaum Zeit, diese Tür zu versiegeln. Du Angsthase. Versteckst dich hier, anstatt die Zivilisation zu retten. Ganz ruhig, Roy. Soldat, warum sind sie nicht ihrer Pflicht nachgegangen? Aber was hätte ich tun sollen? Ich hab doch nur hier die Trainingswaffen. Hä, warum haben sie nicht... Ach, egal. Öffne die Tür jetzt. Ja, Ma'am. Sofort. Was ist das hier? Sozusagen ein Checkpoint, ein Speicherpunkt.
Dieser Ort ist so ruhig, so normal. Fast so, als wäre das alles hier gar nicht ungewöhnlich für sie. Ist da etwa mein liebster Gladiator-Junge wieder in Action? Hallo, Monika. Also, ich habe nie erwartet, dich wiederzusehen. Hab gedacht, dass ich mal vorbeischaue, damit du Unrecht hast. Nein, ernsthaft, warum bist du hier? Ein einsamer Wolf wie du? Wem kann auch langweilig werden? Was ist mit der Annie-Maschine los? Da überhaupt los? Ah, hast du die nie gesehen? Das ist, weil es ein Custom-Design ist. Das habe ich nur für euch beide gemacht, Miss Olivers Befehl. Sieht so aus, als wärt ihr beiden jetzt die Superstars. Nur für uns beide. Okay. Mhm. Real-time Map of the Environment. Das ging doch schon mal gut. Armor klingt auch gut. Und das klingt auch gut, dass sich das alles over time füllt. Das nehmen wir doch gerne. Dann machen wir uns mal wieder hier raus. Das scheint hier der Ort gewesen zu sein, wo sich der junge Roy öfters rumgetrieben hat. Kann das sein? Es wirkt auf jeden Fall zumindest so. Ich bin Eileen, Nox Commander. Sind Sie Chief Monica? Ja. Wir haben uns vielleicht noch nicht in Person getroffen, aber ich habe von Ihnen gehört, Commander. Ihr Team wurde zu Labor 7 zugeteilt. Das jetzt von Mutanten überrannt ist. Ich hoffe, wenigstens einige von den Leuten sind weggekommen. Sagen Sie, Monika, ist dieser... Sind Sie sicher, dass dieser Ort sicher ist? Wir sind tief unter dem Laborkomplex. Keine unautorisierte Person kann überhaupt auch nur nahe von diesem Ort. Ich bin froh, das zu hören. Warten Sie. Was? Wenn wir unter der Erde sind, warum haben wir dann einen Ausblick aus diesem Fenster? Ihr mögt es. Das war meine Idee. Ein digitales Panoramafenster. Leute finden es furchtbar stressig, unter der Erde zu arbeiten. Schlecht für die mentale Gesundheit, wisst ihr? Also habe ich das erfunden. Oh, ich hätte fast vergessen. Ich habe noch Arbeit zu tun. Bleibt ruhig ein bisschen, wenn ihr wollt. Ich habe andere Sachen, die ich erledigen muss. Bye. Was ist das da für ein Ding? Hä, wo sollen wir denn hin? Ich hab doch keine Ahnung, wo wir hin sollen. F. Übersehe ich hier maybe irgendwas? Hab doch keine Ahnung. Oh. Hier können wir weiter. Aber das mit der Rage, das ist wirklich schon eine sehr weirde Mechanik, wenn ihr mich fragt. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, ich sehe durchaus, dass das seinen Reiz haben kann. Aber irgendwie finde ich das Spiel so ein bisschen lacking, wenn ich ehrlich bin. Auch, dass man hier immer außen dran springen muss. Das ist irgendwie einfach langweilig. I don't know. Bursting Strike.
Und ja, der Combat hier ist ein bisschen, naja. Fühlt sich auch nicht so nach dem Wahn an, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht halte ich den Bogen auch zu lange gespannt. Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Ich gebe hier nur meine Meinung wieder. Zum Beispiel, dass man hier dann nicht rechtzeitig, also da wirklich immer genau an den Rand springen muss, finde ich halt, wie gesagt, einfach unnötig. Persönlich. Und dass man anscheinend auch nur Heilung über diese Packs bekommt, wirkt für mich auch ein bisschen frustrierend, not gonna lie. Das Einzige, was man zurückbekommt, ist der Wage Meter. Zeigt auch vielleicht, dass ich ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu unvorsichtig mit meiner Health umgegangen bin, aber naja. Heilt der Wage Meter eigentlich auch? Oh, und jetzt haben wir nur noch ihn. Oh, okay. Ah, ekelhaft. Die ist blöd. Und jetzt spawnen wir wieder hier. Ah, verstehe. Oliver sollte uns extra bezahlen, ne? Dann mach doch die Bewerbung. So, ich will jetzt nicht vom Aufzug zerquetscht werden, deswegen mache ich das hier erstmal. Hol den Aufzug wieder runter und hoch da. Müssen wir das hier nochmal erledigen? Nein, zum Glück nicht. Ich habe gesehen, man kann dem anderen Charakter aufhelfen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Game, dadurch, dass halt auch die Koop-Funktionalität hat, dass man schon eher im Koop spielen sollte. I guess. Okay, Major Lag, wieso auch immer. Die Optik des Spiels hier ist jetzt wirklich nicht so aufwendig, dass es laggen müsste. Dementsprechend kann ich das Game dann vielleicht nicht so final bewerten. Ich kann auf jeden Fall sagen, für mich als Singleplayer-Spiel weiß ich erst gesagt nicht. Fühle ich nicht so. Und es scheint irgendwie auch alles auf die Wage ausgelegt zu sein. Würde ich mal so behaupten, wenn ich mir das hier alles angucke. Ich weiß halt nicht mehr, was dieser Schalter da überhaupt machen soll. Ey, achte auf die Lücke. Warum hast du Sorgen um mich? In deinen Träumen vielleicht. Ah, jetzt können wir hier rein. Anscheinend. Was auch immer dieser Ort ist. Hallo, bist du Anri? Wir bräuchten deine Hilfe. Wir haben eine Mission von Simon Oliver. Ah. Oh. Ich kann euch von euren Implantaten erzählen. Ihr sagen, dass sie mal ruhig sein soll. Das Rebellengespräch. Wir sollten dich ins Gefängnis werfen. Ganz ruhig, Eileen. Ein Rebell hätte das Turret draußen benutzt. Und Oliver hätte euch wiederbelebt, also zur Hölle damit. Kein Fan von Miss Oliver, hm? Ja gut, verstehe ich.
Wir sind nicht der Feind. Wir wollen hier nur Leute retten. Die einzigen Leute, um die ich mich schere, sind meine Tochter und meine Frau. Sie müssen evakuiert worden sein. Ich kann dir helfen, sie zu ihren Standort zu ermitteln. Aber zuerst... Oh nein, die Bremser. Geht mal hoch und zieht an den Hebel. Würdet ihr das mal machen? Ich schätze mal, dass mit Quaker an der Stelle Bremser gemeint sind oder keine Ahnung. Am Hebel ziehen. Jo, können wir gerne machen. Die Überlebenden sind in zwei Camps außerhalb der heißen Zonen. Wir müssen die Mutanten davon abhalten, sie zu erreichen. Komm schon, Anri, fokussier dich mal. Hier sind über 1000 Leben auf dem Spiel. Und diese verdorbene Regierung wird nichts dagegen tun. Boy, hör auf! Es gibt gerade nichts, was ich überhaupt für euch tun kann. Die Mutanten haben das Squid bei I-141 beschädigt. Seitdem haben wir Blackouts. Ich bekomme so keinen Zugang zu den Stadtnetzwerken. Gebäude 141, sagst du? Wir werden uns darum kümmern. Alles klar, ich gebe mal dem Turret und dem Aufzug Kraft, aber das war's dann auch. Besser als nichts, also wir werden zurückkommen. Okay. Klingt das eventuell nach einem Bossfight? Was zur Hölle war das? Der Art, wie du über die Regierung geredet hast. Das ist Meuterei. Das ist Verrat. Ich sollte dich verhaften lassen. Komm schon. Schauen wir, dass wir diesen Mist erledigt bekommen. Meine Pflicht ist gegenüber meinesgleichen. Wie sieht's mit dir aus? Meine Pflicht ist die Mission. Wir Soldaten müssen Befehlen befolgen. Selbst wenn sie denen wehtun, die du liebst? Ich habe niemanden. Niemanden mehr. Okay, dann lass uns gehen. Diese Mutantenwellen kriegt man nicht von alleine klein. Okay. Die wir spielen, scheint ein wenig engstöhnig zu sein. Zumindest kommt es einem so vor. Okay. Auf jeden Fall sind hier echt viele Mutanten. Oh mein Gott. Oh, waiten können wir nur mit einem vollen Meter, verstehe. Verdammt. Das ist gar nicht gut. Helfen wir hier mal wieder auf. Da merkt man auch gerade ein bisschen so diesen Koop-Aspekt mit dem Gegnern da. Gegenseitig aufhelfen und stuff, ne? Das wäre halt so typisches Koop-Element. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel ist auch wirklich mehr auf Koop ausgelegt. Wenn ich mir das alles hier ansehe. Aber ich muss sagen, ich bin von dem Moveset jetzt nicht so der größte Freund. Ich habe mehr gemacht als du. Mhm. Da ist das kaputte Grid. Sieht so aus, als würde es jetzt funktionieren. Also gehen wir mal zurück zu Anri. Ja, zurück zu Anri gehen ist vernünftig, aber wir sagten, dass wir nicht noch hier oben gucken können, was hier noch so ist. Oh mein Gott, ein
weiterer Schwarm von Gegnern. Unschön. Und noch ein Schwarm von Gegnern. Ah, helfen wir Anri mal wieder auf. Nee, nicht Anri. Helfen wir. Wollte sie jetzt Joy nennen, weil die. Weil der andere Typ Roy heißt. Habe ich gedacht, sie heißt Joy, aber nein, Eileen. Helfen wir Eileen mal ein bisschen auf. Anscheinend hat nur er den aufladbaren Angriff. Sie hat nichts in der Richtung. Würde ich zumindest mal behaupten, wenn ich mir das hier alles so anschaue. Ah, hier können wir mit wem reden. Ich hab gedacht, niemand würde mich hier finden. Du hast Glück, dass wir sind und nicht die Mutanten. Wer bist du? Ich bin Rita. Ich kümmere mich um die Kranken. Das ist zumindest das, was ich damals gemacht habe. Nun verstecke ich mich hier. Ich kann keinen Leuten mehr helfen. Sie dürfen mich nicht finden. Bitte sag niemandem, dass ich hier bin. Aber sie sind hier in Gefahr. Dieser Ort. In diesem Ort wimmelt es nur so von Mutanten. Ich habe keine Angst vor ihnen. Ich habe gehört, die kann man sogar zähmen. Sie sagen, es braucht Liebe und Geduld. Davon habe ich genug. Ja, braucht ein bisschen Liebe, ha? Naja, bleiben Sie hier, wenn es sein muss. Aber ich sag's nur mal so, die Regierung evakuiert hier Leute. Bullshit. Liebe und Geduld bringen einen nicht weiter gegen die Mutanten. Wenn sie hier bleiben, sterben sie. Die Regierung evakuiert Leute. Das interessiert mich nicht. Ich will nicht evakuiert werden. Das hier ist meine Heimat. Ich gebe euch alles, was ich hab, aber bitte sagt nichts. Ja, das hat sich gerade alles andere als gut angefühlt. Stimme ich unserem guten Roy dann doch definitiv zu. So, Anri, wir sind wieder da. Das Signal ist stabil, ihr habt es geschafft. Gute Arbeit. Jetzt bist du dran. Wir brauchen Informationen über Projekt Alpha 75. Lass mich mal sehen. Ja, das Zeug ist classified. Was soll das heißen? Hält dich das auf? Alles klar, ja. So, das Projekt ist aus dem Labor ausgebrochen. Sag uns etwas, was wir nicht wissen. Versuch es einfach zu lokalisieren oder so. Gemacht, unidentifiziertes Objekt, ich schwöre, ich kann reden, das sich Richtung Stadtmitte bewegt. Verdammt, ist das groß. Es schlägt durch verstärkte Wände wie Papier. Sieht so aus, als ob euer Mutant da Richtung Tempel unterwegs ist. Was? Er geht auf den Tempel der Vorfahren? Ich muss dorthin, Anri. Finde mir die schnellste Route. Schnell! Geschafft. Ich hoffe wirklich, Oliver hat da eine Armee, die sie dahin schenden kann. Hat sie gerade. Das sind wir. Wir sind die Armee. Dann sind wir aber auch eine ganz schön arme Armee. Oh. Dieses Mal vertrau mir, ja? Vertrauen ist etwas, das man sich verdient. Und, ja. Ich habe eventuell gedacht, dass es da weitergehen könnte. So, maybe. Sieht nicht so aus. Back to Animate Control Menu. Haben wir nicht theoretisch eine Karte, die uns alles aufzeichnet?
Warte, tapfer Charakterwechsel. Hm. Ich hätte hier gerade sehr, sehr gerne eine Karte. Gut wie fair. Weiß nicht, ob wir das bekommen werden. Nein, ich möchte nicht die Umschalttaste aktivieren. Hier. Das lassen wir mal schön. Ja. Wir haben eigentlich ja alles abgedeckt, wo wir hinwollen, ne? Ich habe zwar nicht das Ende der Demo erreicht, aber ich bin auch ganz ehrlich, mich hat die Demo nicht so wirklich überzeugt, dann würde ich an der Stelle einfach beenden und hoffe, ihr habt einen guten Eindruck von dem Game bekommen. Oder ihr könnt ja eure Meinung dazu einfach mal schildern und ich hoffe, euch hat der Part trotz allem gefallen. Wenn ja, lasst gerne Like, Kommentar oder Abo da. Alles sehr, sehr gerne gesehen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare einen Vorschlag, was ich zum nächsten Demo-Dienstag zocken könnte. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag, wann wo auch immer das ihr schaut. Und ja, hoffe, man hört sich bald wieder. Bis dann. Ciao.